Ich mache heute ein total leckeres Grilled Chicken Caesar Salad Sandwich. Warum der Salat Caesar Salad heißt, wurde er nach Caesar benannt? Ist er in Las Vegas im Caesar Palace entstanden? Oder hatte der Erfinder einfach einen Hund, der hieß Caesar? Welche Zutaten sind dafür gedacht? Welche Toppings gibt es? Ist das ein Bacon? Ist es der älteste Salat, der jemals erfunden wurde? Was ist die geheime Zutat bei dem Dressing? Was ist der Unterschied zwischen Römersalat, Romasalat und Salatherzen? Wenn ihr irgendeine Frage davon nicht beantworten könnt, schaut euch heute mein Video an. Oh, wer hat dieses Intro erfunden? Dieses dumme Hin- und Hergesprenge. Einmal mit Profis arbeiten. Ich habe heute ein näheres Mikrofon genommen, das heißt, ich muss einiges nachsynchronisieren. Das ganze Dressing habe ich wahrscheinlich ohne Ton aufgenommen. Ja, habe ich, aber egal, fangen wir an. Wenn ihr keine gekaufte Mayonnaise benutzt, müsst ihr 2 Eigelb hinzugeben und 200 ml Pflanzenöl. Und ein bisschen weniger vom Senf nachher. Dann kommt noch Worcestersoße hinzu. Dann eine ordentliche Menge Parmesan, das ist ungefähr ja, eine Dreivierteltasse. Ich bin froh, dass ich das an dem Tag gemacht habe. Am Tag davor war es richtig wenig. Dann gebe ich Pfeffer und Salz hinzu. Den Senf, wie gesagt, wenn ihr Mayonnaise benutzt, nur die Hälfte der Menge. Dann ein bisschen Zitronensaft, frisch gepresst. Knoblauch, ich hacke es ein bisschen im Vorfeld klein, obwohl ich das gleich mit einem Zauberstab hochziehe. Aber einfach, damit der Zauberstab nicht so viel zu tun hat, mache ich es ein bisschen kleiner. Ihr müsst es, könnt es auch gröber reinwerfen, wie ihr es mögt. Dann kommt die wichtigste Zutat hinzu, Sardellen. Auch die hacke ich ein bisschen klein. Damit ich es dann auch gleich da hochziehen kann. Aber denkt dran, das gibt so einen richtigen salzigen Geschmack. Das muss drin sein. Das ist ungefähr ein Esslöffel, war vielleicht auch ein bisschen mehr. Im Rezept gebe ich einen Esslöffel an, damit es nicht zu salzig wird. Und dann heißt es, das Dressing hochziehen. Wie bei der Mayonnaise auch. Langsam hochgehen, nochmal runtergehen, damit es schön cremig wird. Ja, und dann ist das Dressing schon fertig. Kommen wir zur Hauptzutat, und zwar der Salat. Römersalat, Romanersalat, Salatherzen. Es ist alles dasselbe. Also wir haben eine unterschiedliche Bezeichnung in unterschiedlichen Regionen. Also, was ihr findet von den drei, kauft es. Ich habe Romana-Salat übrigens gekauft. Der Salat kriegt jetzt ordentlich von dem Dressing drauf. Nicht zu wenig. Das Dressing ist ja Geschmacksgeber von dem Salat. Also ordentlich drauf damit. Dann gebe ich nochmal oben ein bisschen Parmesan drauf, denn Parmesan schadet nie. Und ist ja auch Umami. So, das Dressing kann ich nachsynchronisieren. Ich hab den Ton nicht angemacht oder irgendwann ausgemacht. Ich werde es sehen. So, wir sind beim Hähnchen. Das Hähnchen werde ich bis zu einer Kerntemperatur von 80 bis 85 Grad zubereiten. Das heißt, ich gebe es erst in den indirekten Bereich, ziehe es da bis 78 Grad hoch, werde es dann nochmal von beiden Seiten direkt angrillen, damit es ein paar Röstaromen kriegt. Würzen tue ich es ganz normal mit einer Mischung aus Salz, Pfeffer übrigens, ja, Paprikapulver, ein bisschen Cayennepulver, ein bisschen Knoblauchpulver. Und der Grund, warum der Ton weg ist, ist, das Mikro war nicht richtig geladen. Ich habe da so ein USB-Teil, das lädt dann, kannst du anschalten, ein- und ausladen. Und warum man USB-Ladestation ausschalten kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war die ausgeschaltet und das Mikrofon war aus. Aber keine Sorge, jetzt habe ich es bemerkt und jetzt werde ich dann auch endlich das andere Mikro nehmen. Ich gebe dann das Hähnchen in den indirekten Bereich, ziehe es da so bis 78, 77 Grad hoch und werde es dann direkt finishen, damit ich die richtige Temperatur habe und ein paar Röstaromen dran sind. Kommen wir mal zum Thema Caesar Salat oder Caesar Salad. Er ist natürlich nicht nach den Gründer Roms ernannt worden. Nein, nein. Der Besitzer hatte auch keinen Hund, der Caesar hieß. Und er ist auch nicht in Las Vegas in Caesar Palace entstanden. Obwohl, wenn ihr eine Woche in Vegas seid und immer nur All You Can Eat zum Frühstück und zum Abendbrot habt, ne, und egal was ihr esst, es schmeckt alles nach Bacon. Es schmeckt wirklich alles besser mit Bacon. Aber es sollte nicht alles nach Bacon schmecken. Ne, das ist ein Unterschied, ob man Bacon hinzugibt oder ob alles nach Bacon schmeckt. Dann ist es richtig geil, wenn der vom Casino in Caesar Palace steht. Auf der linken Seite an der Ecke, da gibt es ein Restaurant, Caesar Palace. Und der Italiener macht einen richtig geilen Caesar Salad. Es war ein Genuss. Wahrscheinlich, weil ich echt nichts anderes mehr geschmeckt habe, außer Bier, Cocktails und Bacon. Was anderes kriegt man ja gar nicht, wirklich nicht. Es gibt nichts anderes als irgendwas, was nach Bacon schmeckt. Und der Salat war so klasse, dass wenn ich diesen Salat esse, ich tatsächlich immer an diesen Salat da denke. Aber er kommt da nicht her. Aber er kommt aus dem Caesar Palace, allerdings in Tijuana, Mexiko. Zusammengestellt wurde er von dem Italiener Cardini. Man muss dazu sagen, Tijuana ist eine Grenzstadt, ziemlich nah an einem US-Staat. Und als die Prohibition, ach nein, er ist nicht der älteste Salat der Welt, aber das wusstet ihr bestimmt schon. Er ist so 1924 entstanden.
Halini hat das gemacht in der Prohibitionszeit, als die ganzen US-Amerikaner rüberkamen nach Mexiko. Da gab es ja kein Alkohol und in Mexiko konnte man frei saufen. Also kamen sie alle rüber, haben mich da vorlaufen lassen. Und er wollte irgendwas Gutes anbieten und das war der Caesar Salad. Schon wieder was aus der Prohibitionszeit. Es gab zwar keinen Alkohol, aber das Essen war schon damals geil. Der Caesar Salad ist eigentlich das Dressing zusammen mit dem Römersalat, Romanersalat. Ein bisschen Parmesan nochmal drüber und Croutons, die machen wir gleich noch. Es gibt verschiedene Toppings, da gehört Avocado zu, haben wir heute nicht dabei. Hatte ich keine Lust drauf. Tomaten haben wir da, Grilled Chicken, klar, haben wir auch da. Und Bacon ist tatsächlich auch eins von den Toppings, was dazugehört. Und deswegen haben wir natürlich, alles schmeckt besser mit Bacon, aber nicht, wenn alles nach Bacon schmeckt. Und deswegen haben wir natürlich Bacon da. Den gebe ich jetzt schon mal drauf, damit ich ein bisschen auslassen kann. So, Salat ist fertig. Bacon ist fast fertig. Hähnchen ist fast fertig. Es wird Zeit, dass wir unser Sandwich vorbereiten. Und das ist ein Bauern-Sandwich. Das butter ich ein bisschen ein. Und da kommt oben wieder Parmesan drauf. Und was ich dafür vergessen hatte, ich wollte es auch in ein Buttern. Und jetzt kann ich das nicht mehr umdrehen. Das heißt, naja, die eine untere Seite werde ich nicht einbuttern. Jetzt müsste ich das von der Grillshow haben, dieses Teil zum Einbuttern. Könnte ich einfach so rüberziehen. Warum habe ich mir keins bei Johnny bestellt? Verdammt. Naja, wenigstens das doch von der anderen Seite ein bisschen einbuttern. So, das Hähnchen werde ich jetzt schon mal direkt angrillen. Das ist bei einer guten Temperatur. Und das ist die Zeit, wo ich das Baguette indirekt auch schon mal drauflege. Einfach damit Parmesan schmelzen kann und mit dem Sandwich verbindet. Wenn denn der Bacon fertig ist, nehmt den runter und kümmert euch um die Croutons. Die Pflanze hat jetzt noch ordentlich Bacon-Geschmack. Ich gebe ein ganz klein bisschen Olivenöl zu. Und in dem Olivenöl werde ich einfach ein bisschen Knoblauch anbraten, damit ich ein bisschen Knoblauchgeschmack dran habe. Also einfach ein bisschen Olivenöl raufgeben auf die Plansche und Knoblauch drin anbraten. So, hier habe ich hier drei Toastscheiben, die schneide ich mir mal ein bisschen kleiner. Also viel brauche ich gar nicht, zwei reichen vollkommen. Und die toaste ich dann in dem Öl an. Und duften tut das jetzt schon nach dem Knoblauch herrlich. Wenn das Sandwich schon angetoastet ist, ist es Zeit, es zu belegen. Ganz unten kommt natürlich der Bacon hin. Das heißt, ordentlich Bacon drauf. Dann kommen ein paar Scheiben Tomaten. Dann ist es Zeit für den Caesar Salad. Guck mal nach, die nach Knoblauch schmecken. Haben den Knoblauchgeschmack gut aufgenommen, so wollte ich das. Dann kommen die jetzt drauf. Dann noch mal ein bisschen Parmesan oben drauf. Dann gehen wir das Hähnchen auf unser Sandwich drauf. Oh, alles auch voller Bratensaft hier, total saftig noch, total lecker. Dann fixieren wir das Ganze noch mit ein paar Hotspieße. Und dann schneide ich mir mal ein leckeres Stück einfach ab. Und da ist jetzt mein Grilled Chicken Caesar Salad Sandwich mit Bacon. Und jetzt muss ich mal probieren. Ich nehme mal den Spieß raus, bevor ich mein Auge verliere und probiere mal, was ich gemacht habe. Mega lecker. Das Dressing kommt durch, der Bacon schmeckt dazu, das Hähnchen, man schmeckt ein bisschen von der Würzung, aber es ist nicht intensiv. Wirklich, das Dressing ist das intensivste an dem ganzen Essen und ist einfach klasse.
Macht es auf jeden Fall nach. Macht den Caesar Salad. Ein astreiner Begleiter zum Essen. Oder macht euch so ein Sandwich, wenn ihr ihn auch to go haben wollt. Einfach lecker. Das ist bald wieder Winterzeit, das heißt, hier oben geht es mit dem Wintersalat für euch weiter. Hier unten habt ihr ein weiteres Video. Hier oben unbedingt ein Abo abschließen und die Glocke aktivieren, dann wisst ihr immer, was es Neues gibt. Außerdem, ich freue mich über jedes Abo. Hier unten habt ihr das Rezept und viele weitere. Schaut einfach mal rein und das war's. Ich bin raus. Ihr bleibt bei Dauter in that Sizzle Zone.